Ist das eine schöne Musik? Ich begrüße euch ganz herzlich zu Die Siedler 5, zu einer neuen Folge, wo sich Pilgrim und Salem in Allianz der Verlorenen gerade ganz verloren um diesen Leibeigenen hier kümmern, wo unsere Scharfschützen hier rumstehen und sich schon bald auf noch ein bisschen mehr Spaß freuen. Das Coole ist ja echt, dass hier die ganzen Leute rumrennen und ich glaube, ich werde mal noch einen zweiten Schießplatz, wobei ich kann einfach den hier ausbauen, das ist schon okay. Wir werden jetzt nämlich sämtliche Technologien richtig hochballern, damit wir dann richtig schön, taktische Karte ist erstmal nicht so wichtig, genau, wir müssen Motivation natürlich hochprügeln, aber auf jeden Fall brauchen wir dann auch richtig starke Soldaten. So. Ich werde hier alles mit Uhren vollballern. Wir müssen natürlich früher oder später ja auch noch mit dem Typen quatschen, aber vorher möchte ich auch vernünftig Soldaten haben. Also, Salem und Pilgrim stehen hier rum. Wir können eigentlich hier wirklich diese Siedlung schon fast im Alleingang infiltrieren, würde ich fast sagen. Also an sich, glaube ich, kriegen wir sogar, wenn wir hier einen Leibeigenen durchgeschmuggelt bekommen, dann easy going. Dann können wir hier uns eine Kaserne hinsetzen oder so und dann bilden wir hier ein paar Schwertkämpfer aus und dann machen wir Rambazamba, alles kaputt. Also hier vorne brauchen wir dann gleich die Alchemistenhütte. Ja, die steht nicht richtig geil da, aber das ist okay. Mit könnte man, glaube ich, noch arbeiten. Dann müssten wir hier noch ein Wohnhaus hinknallen. Ja, das ist nicht ideal, aber es lässt sich machen. Es ist nicht der perfekte Laufweg dann, aber okay. Geht in jedem Fall. So, ich glaube, ich sollte hier vielleicht die Leute erstmal aufhören lassen, Schwefel zu hacken. Denn, wir, um möglichst viel rauszuholen, sollten wir ja, so wie das der gute Eisenfresser immer macht, sollten wir immer nur einen gleichzeitig hacken lassen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. So, eine Schmiedehütte könnten wir hier auch irgendwo hinknallen. Das mache ich dann mal hier vorne an unserer Siedlung. Haben wir hier überhaupt noch, Leibeigene hier vorne irgendwo? Nee, ne, die sind alle woanders. Die sind alle woanders. Okay, dann setzen wir hier mal irgendwie so eine Schmiedehütte hier vorne hin. Die werden wir definitiv benötigen. Ja, die können auch immer noch nicht rüber. Da haben wir immer noch was zu tun. So, hier könnte ich auch mal ausbauen. Hier könnte ich mal erforschen, dass das besser wird. Alter, was ist denn hier los? Krasse Kanonen, die hier rumstehen. Okay, ich schätze, es gibt noch einige Leute, mit denen wir quatschen müssen. Ja. Also, Leibeigene kommt durch. Kein Problem. Ja, kein Problem. Wird erledigt. Bauen wir da mal eine Kaserne hin. Ich könnte auch hier eine Kanonengießerei irgendwo reinknallen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, was ist denn der Auftrag? Helft Hochfels dabei, die Kontrolle über das Land zurückzugewinnen. Okay. Also ich muss nicht unbedingt mit diesem Boten quatschen, aber es würde ich natürlich trotzdem gerne tun. Ist ja klar, ich bin ja freundlich. So, Legierung erforsche ich auf gar keinen Fall. Das können wir voll vergessen. Das könnten wir hier allerdings machen. So, und dann brauche ich hier Uhren. Jetzt brauchen wir die ganzen Uhren. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir nämlich viele Uhren benötigen. So, dann bauen wir mal weiter hier vorne hin. Ich baue hier einfach ringsrum alles zu. So. Ja, jetzt haben wir keine Taler mehr. Sehr schön. Ja, das ist halt ein bisschen doof, wenn man so wenig hier hinkriegt, ne? Wenn man so einen geringen Zahltag kriegt. Zitadelle, puh, das dauert auch noch eine Weile. Zitadelle, meine Güte. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Wir können auch nicht mal die Schmiedehütte ausbauen. Einige Siedler haben keinen Platz. Das ist ja alles nicht zu glauben. Alle Bauernhöfe sind belegt. Ja. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das ist in der Tat ein bisschen ungünstig. So, hier will ich mal ausbauen. Eigentlich können die den Marktplatz auch wieder abreißen, weil ich... Es hilft mir ja sowieso nichts hier. Ich kann ja gar nichts im Markt erhandeln. Ich kann ja gar keinen Handel führen. Also das ist kompletter Nonsens, was ich hier tue. Und ich habe halt auch echt keinen Taler. Schön. Sehr schön. Ich habe getan, was ihr wolltet. Kein Problem. Ja, ich habe jetzt jede Menge Holz übrigens auch.
Das ist natürlich auch ganz toll. Ach, hier gucken wir, hier unten gibt es ja auch nochmal Schwefel. Ach so, Gott, haben wir ja eigentlich alles da, was wir irgendwie benötigen. Okay, also die Motivation wird hochgeprügelt. Kriegen wir hier noch einen Leibeigenen, genau, der hier vorne in das Wohnhaus hinsetzen kann. Ah, wobei, das sollte man erst danach setzen. Ja, doch, ich kann das schon mal setzen und hier das Wohnhaus auch schon mal so ransetzen. Und dann lassen wir das erstmal. Dann soll er jetzt erstmal hier ein bisschen weitermachen. Okay, gut. Wir haben wieder ein paar Taler rangekriegt. Ich könnte jetzt also das Gemeinschaftszentrum ausbauen. Das kostet mich ja nur ein paar Taler. Und ich könnte unter anderem, wenn ich denn wollte, hier für eine bessere Rüstung sorgen. Ah, kostet halt alles Taler, ne? Ja, die Taler brauche ich eigentlich sinnvoller für andere Geschichten. Tja, ist halt schon doof, ne? Wenn man so wenig Taler über hat. Vielleicht sollte ich tatsächlich hier irgendwie so eine Bank mir reinknallen noch. Hier noch eine Bank schön hinsetzen. Kann man denn eine Bank hier schön reinsetzen? Ja. Manchmal geht es doch hier sogar so leicht schräg. Ausbau abgeschlossen. Guck mal hier. Würde sogar gehen hier. Ja. Kriegen wir hin. Wunderschön. So, das müssen wir natürlich hier wieder ein bisschen besser platzieren. Ja, schön. Doll. Das ist jetzt nicht der beste Ort. Natürlich. Machen wir so. Da den Bauernhof hin. Und dann müssen wir hier auch nochmal ein weiteres Wohnhaus hinsetzen. So, das können wir da stehen lassen. Mal gucken, was wir damit noch anfangen. Später. Jetzt nicht. Okay, aber die sind alle soweit versorgt. Die arbeiten alle fleißig. Die Kollegen müssen hier ein bisschen Eisen hacken gerne. Oder? Ja, hackt mal Eisen. Wir haben ja genug Ressourcen. Wir haben ja alles da, was wir brauchen. Von daher, gut, das ist ja alles gar nicht weh. Vielleicht nehme ich einfach unsere Speerträger, weil wir die sowieso schon alle ausgebildet haben. Und ich renne mit denen einfach mal hier unten runter. So. Und dann kann ich hier auch so langsam überlegen, hier hinten vielleicht auch noch ein paar weitere Uhren reinzusetzen. Wird erledigt. Sowieso egal. Zwei Stück. Wow, zwei Uhren. Stark. Richtig stark. Das wird eine ganze Menge. Und dann kriegen wir echt viel. Boah, Leute, guckt euch das echt ernsthaft an. Wir sind erst bei 159% von 300. Zum Glück bringt jede Uhr gleich viel. Aber das kann alles noch eine Weile dauern, bis wir das hier erreicht haben. Und ich glaube, es war auch nicht so, dass wir dürfen das nicht erforschen. Also das ist nicht verfügbar. Die sind alle nicht verfügbar hier, bis auf Architektur. Oh, Lundenschloss ist auch überhaupt nicht verfügbar. Okay, da müssen wir natürlich richtig aufpassen mit unseren Scharfschützen. Da müssen wir richtig krass aufpassen, dass wir da nicht einen auf den Dez kriegen. Okay, nächstes Mal machen wir hier die Streitlanzenträger. Die Alchemistenhütte wäre eigentlich erstmal wichtiger, dass die arbeiten. Die müssen erstmal arbeiten. Na, die Bank ist gleich fertig. Sehr schön. Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit. Du bist auch fertig. Okay, 460 Tal. Das ist eigentlich alles ziemlich lächerlich hier, muss ich sagen. So, ihr kommt auch mit hier runter. Und die Scharfschützen, ja, ich weiß halt nicht, was ich mit den Scharfschützen jetzt vernünftig machen soll. Aber es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, die noch hier irgendwo im Hintergrund zu haben und mit denen noch ein bisschen agieren zu können. Ah, da wird gerade geschossen. Ach so, guck mal, die können hier sogar so lang laufen. Ach, das ist ja geil. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Dann macht ihr hier weiter. Du kannst... Ja, wir brauchen noch mehr Uhren. Wir brauchen das ganze Zeugs. Wir brauchen das Kram. Wir müssen jetzt halt pro Zahltag irgendwie ein bisschen hinterherhängen. Ich könnte natürlich echt einfach noch viel mehr Wirtschaft aufbauen, ne? Wir haben ja eigentlich genügend Ressourcen, um einfach noch mehr Banken und sowas hier aus dem Boden zu stampfen.
Oder hier noch einen weiteren Steinmetz. Auch nicht schlecht. Wir bauen noch einen Steinmetz und noch eine Bank. Natürlich. Und dann sind wir damit auch erstmal schon mal auf einem ganz guten Weg, möchte ich meinen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und da bauen wir noch weiter die Wohnhäuser. Ach, kann ich noch nicht, klar. Geht ja noch nicht. Und dann muss ich auch noch mal schauen. Irgendwas anderes wollte ich doch noch hier. Okay, die machen da gerade ein bisschen Randale. Die haben auch einen Ballisterturm da tatsächlich kaputt gemacht, ne? Also ballert mal drauf auf die Typen hier. Oh ja, die fallen jetzt ja hier richtig ein. Alter, die fallen jetzt ja richtig ein hier in die Siedlung. Okay, da müssen unsere Scharfschützen jetzt mal ein bisschen mitarbeiten. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen verstärken. So, und wer lungert dann noch rum? Die Scharfschützen hier natürlich. Kabombs. Alle Bauernhöfe sind belegt. Und tschüss. Dankeschön. Weg sind sie. Dafür sind wir genau die Gut, das hat geklappt. Richtige Formation muss natürlich ausgewählt werden. Das ist auch wichtig. Und dann kommt das hier mit den Truppen dann erst ein bisschen später. Tag der Abrechnung. Steuern und Gut. Sehr schön. Ihr habt nicht genug Einmal ausbauen, bitte. Ja, ich habe wieder nicht genügend Wohnhäuser. Ist klar. Und Bauernhöfe fehlen mir selbstverständlich auch. Fehlt mir alles. Kann ich hier, wenn ich hier die Bäume weghacke, vielleicht noch was hinkriegen? Na, ich glaube, das wird auch ein bisschen eng. Könnte auch ein bisschen eng werden. Aber ich hoffe einfach mal drauf, dass wir da vielleicht noch ein bisschen Platz bekommen. So, mit dem kann ich hier noch ein Wohnhaus irgendwo reinsetzen. Hier vorne zum Beispiel. Aber noch ein paar weitere Wohnhausplätze. Hier hinten, bitte schön, weitere Uhren, zwei Stück. Wenn's denn sein muss, ja, es geht voran, 174% haben wir schon. Ich gehe mal auf Helias, weil die 2 ist immer meine Standardtaste für die Kirche, aber die habe ich jetzt ja nicht. Dementsprechend kann ich halt alles ein bisschen vergessen. So, sollen wir einfach mal gucken hier? Wir können ja mal schauen. Was wir hier kaputt kriegen. Ob hier irgendwas schon zu plätten ist, ohne hier wirklich auf Andrang zu stoßen. Guck mal, die Lebenssteuern, die können auch schon mal easy kaputt machen, oder? Ja, guck mal, dann gehen wir hier rüber. Okay. Geht ihr mal hier hoch. Guckt euch mal hier um. Haben wir noch ein weiteres Dorfzentrum. So, stellt ihr euch da mal hin. Und ihr schnappt euch dann erstmal den Ballisterturm hier. Ne? Also beziehungsweise ein Trupp kann sich hier noch weiter mit drum kümmern und die anderen schnappen sich den Ballisterturm. Das ist halt echt geil, ne? Mit Speerträgern kann man die echt super angreifen, weil die halt, die Schwertkämpfer haben ja eine relativ kurze Reichweite, deswegen können die da nicht so geil dran stehen. Aber die machen hier ja richtig Randale. So, Pilgrim, wir brauchen eine Kanone. Okay, Salim, renn mal bitte weg hier. Pilgrim, leg da mal eine Bombe rein. Okay, und dann alle weg hier. Alle weglaufen. Dankeschön. Wir haben uns nur mal kurz das hier angeguckt. Haben wir doch gar nicht getan. So. Ihr könnt dann wieder abhauen. Danke, Leute. War schön, dass ihr da wart. Oh, Alter. Jetzt haben sie einen von unseren Leuten kaputt gemacht. Sie können doch nicht einfach unsere Speerträger hier umbringen. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt brauchen wir hier eine Falle. Ja, schön, dass das so gut klappt hier. Ihr werdet angegriffen. Ja, die wollen da noch so ein bisschen. Okay, also sie sind hier schon. Okay, sie sind hier schon sehr aggressiv drauf. Keine Angst, ich verstehe. Sehr aggressiv dabei. Ja, Herr, seid unbesorgt. Okay, das hat richtig gezwiebelt. Oh, okay, das hat gut gezwiebelt. Aber wir müssen jetzt trotzdem zurücklaufen, Leute. Sofort. Das ist nicht so gut gegangen, wie ich wollte.
Ja, mein Herr. Wir müssen uns jetzt mal in den Schutz der Stadt hier zurückziehen. Okay, das interessiert sie jetzt dann doch nicht mehr. Ja, ja. Das interessiert sie dann doch nicht mehr. Na gut, dann halt nicht. Dann können wir uns ja doch hier sammeln wieder. Aber die Speerträger, die kriegen halt nichts hin. Die sind halt echt schlecht und schwach und so weiter. Okay, wir machen das mal trotzdem so. Wir kriegen hier schon ein bisschen was hin. Rest machen wir hier so. Haben wir schon wieder 3 weitere Uhren. Okay, 184% Motivation. Das geht doch alles voran. Ah, und wir kriegen perfekt hier auch noch was hin. So, die Rüstung verbessern, gute Sache. Und den Schaden verbessern, auch eine gute Sache. Machen wir mal. Machen wir mal parallel. Ich meine, jetzt haben wir hier ein paar Leute, die hier arbeiten. Die arbeiten auch gar nicht so schlecht. Die werden jetzt erstmal richtig loslegen. Maurerhandwerk könnten wir auch noch erforschen. Fertig. So, die Grube ist leider gleich erledigt. Hm. Ich werde mich darum sorgen. Okay, Pilgrim und Salem sind da. Jetzt muss ich hier gucken, dass sie hier. Ja, die kosten halt schon extrem viel, ne, wenn wir die hier nachrüsten. Das ist schon. Tut schon weh. Sieht schon eingetan, wie das kostet. Alter, die Bank gedreht sieht halt auch ein bisschen schäbig aus irgendwie. Okay, wir warten nochmal kurz. Dass wir noch ein paar mehr Sachen abholen können. Wie sieht das aus mit der Forschung? 74%. Achso, ja. Ja, guck mal hier. Jetzt legen sie doch richtig los in der Bank. Jetzt legen sie richtig los. Die sind halt günstiger, als wenn wir sie dann erst dazu kaufen, sobald sie aufgewertet sind. So, zack, den auch nochmal. Ja, das reicht. So, wie viel kostet er jetzt? Ja, 50 Taler. Jetzt ist schon eine etwas härtere Nummer wieder. Das kostet jetzt ein bisschen mehr. Aber sie sind halt jetzt auch deutlich stärker. Und wenn wir dann eine Zitadelle haben, dann können wir sie auf die höchste Stufe pumpen. Wenn wir halt genügend Taler hätten für den ganzen Kram. Das tut halt ein bisschen weh, dass wir jetzt so wenig Taler haben. Okay, warte mal. 199%, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Lass mich bitte meine Arbeit machen, ich mach das schon. Naja. Gott, ey. Meine Güte. Wie viel wir einfach brauchen an Zeugs, um das hier auf die vernünftig hoch zu boosten, ne? Ich glaube sogar, vielleicht sind Brunnen und so, was Taler angeht, einfach viel effektiver. Weil die ja, ich glaube, die bringen 4-5% die Uhren. Ich glaube 4%. Ne, 5, das bringt 6 und das bringt 3. Glaube ich. Oder weißt du? 2, 3, 4, 5 oder. Ne, 3, 4, 5, 6, genau, das bringt 4, 5, 6 so rum. Das heißt, der Brunnen ist eigentlich viel smarter, mehrere davon zu bauen, weil das uns viel weniger Taler kostet. Und Steine haben wir auch genug. Ich meine, man macht das meistens, um halt wirklich Holz zu sparen, aber. Das ist im Moment nicht das kritische, der kritische Faktor. Okay. Ich könnte natürlich einfach mal zwischendurch die Steuern erhöhen. Aber das rechnet sich halt nicht, weil das sind, wie viel kriegen wir dann? Ja gut, 1360, ne? Das ist natürlich dann schon eine sehr gute Sache. Damit würden wahrscheinlich, damit kommen wir natürlich schon deutlich schneller hoch. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, 203%, genau. Das bringt uns schon eine ganze Menge mehr als die anderen Dinger. Das heißt, vielleicht baue ich jetzt, steige ich einfach auf Brunnen um. Warte, 3, 4. Oder hier, ich gehe hier mit den Dingern hier. Ich baue einfach nur Blumen. Wäre noch besser. Die kosten halt natürlich auch sehr viel mehr Holz und so, ne? Ja, wir können ja mal schon gucken. Wie weit wir damit kommen. Wir bauen mal ein paar Blumen hin. Blumen! Ja. So. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blumen. Das reicht doch jetzt erstmal eine Weile. Und dann kommen hier die Alchemisten. Und dann geht's rund. Gott, ey, dass ich das nur wegen des Schwefels tue, das ist sowieso total dumm, weil. Im Endeffekt wird uns der Schwefel wahrscheinlich nichts bringen. Alter, das wird wahrscheinlich ungelogen null Effekt haben.
So, hier machen wir das mal. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen mit unseren Speerträgern. Ne? 5 Rüstung, 18 Angriff haben sie im Moment. Ja, da soll noch ein bisschen was dazukommen, bitte. So, sie greifen auch im Moment gerade wieder gar nicht an. Sehe ich das richtig? Ich wollte eigentlich hier vorne eine Taverne bauen. Dafür benötige ich 400 Taler. Ach du heiliger Strohs. Das vergesse ich auch immer, dass ich für eine Taverne ja Taler brauche. Ja, es gibt schon wahnsinnig viel, was man dafür braucht. Ich glaube, ich mache das. Ich baue einfach nur Blumen. Ich glaube, ich ziehe das mit den Blumen durch. Ich guck mal gerade drauf. Ich mache mal 211. 13. Ja gut, das waren jetzt 2%. Ist halt immer noch besser als... Fertig. Ja, 15. Okay. Da baue ich trotzdem lieber Brunnen, glaube ich. Die bringen zumindest 4%. Das bringt nur 2. Das ist natürlich schon ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Ja gut, dann bauen wir ein paar Brunnen. Damit kommen wir dann zumindest genauso schnell weiter und immer noch besser als die Ding, die Uhren und sowas. Okay, kriegen wir das hin. Schaffen wir doch schon. Der Tag der Abrechnung. So, bauen wir einen Brunnen. Und dann wollte ich doch... Was wollte ich? Ach ja, ich wollte hier genau eine Taverne hinsetzen. Eine Taverne wollte ich hier hinknallen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Und dann 1, 2, 3. Ja, 4. Mach mal das. Oben im Baum. So, ihr geht wieder rein. Ja. Und ihr geht wieder hinterher. Fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend. Wird mal wieder ein bisschen prügeln. Wir wollen hier ja die Lehmgrube haben von denen. Ah, die haben die auch echt hier repariert, ne? Ja, die haben die sich erstmal hier, die haben die erstmal schön repariert gehabt, die Lehmgrube. Ja, gut. Ihr bleibt hier einfach stehen. Bis in den Tod. Die werden ja ausgebildet. Eigentlich müsst ihr auch nur das Stadtzentrum dann niederreißen. Okay, okay, der Lehmstollen nimmt jetzt aber extrem krass schnell Schaden. Guckt euch das mal an. Also, das ist schon eine andere Hausnummer. Das geht ein bisschen schneller als eben, muss ich sagen. Mhm. So, dann haut mal die Leibeigenen hier kaputt. Die bauen auch keine neuen, wie mir scheint. Das ist auch schön. So, und Salem und Pilgrim werden auch nicht attackiert bislang. Ja, sobald er hier fertig ist, brauche ich immer mal einen neuen Gegner. Ah, jetzt. Achtung mit der Kanone jetzt. Okay. Das kann kein Ungläubiger besser. Verdammt mich. Okay. Okay. Okay, das war zu krass. Beginnt mit der Arbeit. Okay, lauft. Lauft, Leute, lauft. In eurem Reich. Heidewitzka. Okay, das war krass. Die haben Pilgrim doch ganz schön platt gemacht. Okay, da muss ich ein bisschen noch was gegen tun. Na gut. Brauche ich einen Kundschafter. Ah, da kommen sie alle. Ja, lauft schön. Kommt, lauft schön hier rein. Schön in die Falle reinlaufen. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Gut. Kannst du schon sehen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Warum nicht? Warum denn nicht? Das mache ich nicht. Warum nicht? Tu's doch. Das mache ich nicht. Immer noch nicht. Aber sicher doch. Na ja, das wollte ich hören. Seht her. Das wollte ich doch nur hören. Gut. Also, die Brunnen werden fertig. 219%. Moment, 219? Sicher das. Waren wir nicht bei... Schon bei mehr? Also, habe ich nicht bei 217% den Brunnen angefangen zu bauen? Moment mal, das muss ich jetzt gleich noch... Muss ich noch mal ein Auge drauf haben. Okay, sie sind wieder weg. Salem, dann versuch mal Pilgrim wieder auferstehen zu lassen und vielleicht speichere ich auch mal wieder. So ein Sicherheitsspeicherstand zwischendurch wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. 5 Minuten vor Ende der Folge, na klar. Warum auch nicht? Ha. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich denke, Pilgrim sollte ich jetzt eigentlich locker wiederholen können. Ich glaube, das wird kein Problem. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. 223%. Nö, doch, ist alles gut. Hat alles soweit geklappt. Okidoki. Ja.
Okidoki, alles wunderbar. Hat alles hingehauen. Ich lasse mir hier Zeit. Und chille einfach mal. Ich könnte natürlich noch ein Stück länger, ein bisschen länger warten. Und da ist Pilgrim. Ich könnte noch ein bisschen länger warten. So sei es. Einer eurer Helden wird angegriffen. Alter. Angriff! Hallo, Akbar! Nein, du sollst bitte. Kann ich den Leibeigenen weglocken, indem ich da. Ja. Gut, kann ich. Kann ich sehr gut Leibeigenen weggelockt, dann können wir uns Pilgrim wiederholen. Den guten Pille wieder auferstehen lassen. Dankeschön. Na, da kommen sie aber auch schon wieder, ey. Da sind sie schon wieder. Sie sind schon wieder hier am Rumrennen und wollen schon wieder hinter mir her. Das heißt, ich werde gleich meinen Leibeigenen wahrscheinlich schützen müssen. Ah, den werde ich wohl gleich einsammeln müssen. Okay, aber in der Zwischenzeit greifen sie hier halt nicht an. Das ist auch schon mal sehr gut. Aber ich glaube, ich lasse meinen Leibeigenen lieber hier zurückrennen. Und der Kundschafter geht mal hier oben hin. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Alter, echt? Die erwischen den echt noch? Seht durch mein Fernglas. Ist doch so schön am Weglaufen. Ist in Ordnung. Lass meinen Arbeiter in Ruhe. Ah ja, meine Lehmgrube. Ja, auf meine Lehmgrube haben sie es jetzt natürlich abgesehen. Es sei eure Wunsch. Das war zu erwarten. Wir erledigen das. So, ihr seid ja der Trupp 6 immer noch, ne? Betrachtet die Sache als erledigt. Okay, kommt Leute. Gebt Acht, Alter. Die Falle ist aufgestellt. Alter, krass. Wie schnell die das hier niedergeprügelt haben. Ja, Herr. Ja, wird gemacht. So, schießen sie jetzt auf die Falle. Eine steckt in Schwierigkeiten. Alter, wie schnell geht denn das? Oh, wie viele Truppen sind das? Okay. Wir kümmern uns Wie viele Truppen haben die denn hier, bitte? Okay, das wird doch ein bisschen heftigerer Kriegszug, als ich dachte. Muss ich doch ein bisschen mehr gegen tun. Ist in Ordnung. Oh, es dauert auch echt noch so lange, bis wir hier die ganzen Brunnen hochgezogen haben. Ja, das kann alles noch ein bisschen dauern. Ja, Leute, es wird sich noch ein bisschen hinzögern. Oh, jetzt kann ich aber noch einen Kollegen hier unten dazu holen. Ja. Der hilft mir jetzt mit. Jetzt brauchen wir noch mehr Brunnen. Aber gern. Ja. Aber gern. So, wir haben ja genug Steine. Wir haben genügend Steine und mittlerweile haben... Das waren jetzt nur 3%. Das war jetzt wieder ein bisschen lächerlich. Gott, ey, Salim ist uns einfach mal kurz hops gegangen. Unschön. Äußerst unschön. Aber dafür kommen hier jetzt keine Leute mehr. Also es ist... Ah doch, jetzt kommen sie da wieder. Also es ist schon ulkig. Ich würde auch gerne mit irgendwem von den Leuten dann quatschen. Ach, wir können die gar nicht auf die höchste Stufe machen. Hellebardiere sind uns anscheinend überhaupt nicht gestattet. Ja, was ist das denn? Ah, das ist ja eine Frechheit. So, Pilgrim bleibt da schön stehen. Und wir versuchen es dann nochmal mit einer Lehmgrube. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt. Fertig, Meister. Okay. Hier, kommt zurück. Und dann gucken wir weiter. Also die hier sind ja, die stehen da ja immer noch festgebackt sozusagen. Die sollten kein großes Problem sein. Und die Frage ist, entweder wir hauen uns hier gleich richtig fette Schwertkämpfer rein. Oder wir machen noch ein bisschen anderweitig Rambazamba. Es ist gleich wieder Zahltag. 600 kriegen wir. Wir haben genau einen 600er Zahltag. Das ist doch eigentlich ganz schön. Da kann man auch eigentlich ganz gut leben. Kann man noch was mit anfangen. Was sagt denn unser Forschungsstipendiums-Geschichten-Gedöns hier? Ja, wir brauchen noch mehr Taler nach wie vor. Wir brauchen nach wie vor mehr Taler. So. Wird erledigt. Noch weiter im Brunnen. Und noch mehr Brunnen. Sicher das. Ja, einfach alles mit Brunnen voll pflastern, zu pflastern. Also theoretisch noch 10 Stück, dann sollten wir bei 300 sein. Das sollten wir... Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wo kommt ihr denn her?
Es ist. Na, gut. Das ist jetzt ungünstig. Okay, also die lassen es nicht zu, dass wir hier einen ich Schießplatz bauen. Das finde ich äußerst dreist. Und die sind halt auch echt krass drauf, ne? Die haben schon ziemlich viele Leute da. Das ist schon eine heftige Nummer. Na gut, wir müssen hier leider die Folge beenden. Da kommt der nächste Angriff angerollt auf unsere Verbündeten. Und ich werde natürlich trotzdem vorher mit dem Reiter da unten quatschen. Und dann werden wir, das machen wir in der nächsten Folge, sobald dann hier Schwefel und so angelaufen ist und wir die ganzen Taler dann in unsere Truppen stecken können. Dann machen wir das. Nun denn, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.